Hallo und herzlich willkommen zurück bei Outriders. Wir haben hier den Klaus. Der Klaus ist sehr, sehr mannig. Er ist ein wirklich sehr Mann. Und ich bin die Frau, die hinter Klaus steht. Oder das Mädchen. Girl, was auch immer. Die immer zu spät ist, würde ich sagen. Es wird uns ja nachgesagt, dass wir immer etwas länger brauchen, bis wir fertig sind, wenn es rausgeht oder so. Heute muss ich sagen, es stimmt wirklich, es tut mir leid, die Folge ist vermutlich wieder später. Es ist jetzt 17.28 Uhr. Ich glaube nicht, dass wenn ich jetzt eine halbe Stunde aufnehme, innerhalb von zwei Stunden das Video oben ist, weil meine Internetverbindung wirklich, nun ja, sagen wir mal so, sie schwankt zwischen hey und ja, deswegen, es tut mir leid, dafür haben wir sehr kleine Ladezeiten und ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, was wir eigentlich tun wollten. Wir wollen auf jeden Fall nicht mit dem Jakob sprechen, weil der will nämlich zur nächsten Stadt reisen. Wir haben, genau, ich erinnere mich, wir haben diese Quest gemacht von ihm hier und haben erfahren, dass, was haben wir eigentlich erfahren? Warte mal. Aha, okay, gut. Wir haben erfahren, dass die Experimente an der Outriders gemacht haben. Mir ist jetzt, als ich letztens ausgemacht habe, ist mir aufgefallen, dass wir ja immer noch, wir waren ja schon im Kraftwerk. Hieß das Kraftwerk? Ja. Wir waren immer noch im Kraftwerk und haben immer noch diesen komischen Missionsgegenstand. Das hier. Das wollen wir verfolgen. Wo müssen wir damit hin? Bin verwirrt. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Kann ich das... Hä? Hä? Wo denn? Hier soll ich es abgeben? Hä? Kehre mit dem Artefakt zu Madame Beauvoir zurück. Oh. Ah, wir sollen zurück. Wie reise ich denn? Soll ich mit ihm reden? Es ist immer noch komisch, dich zu sehen. Na, können wir jetzt einfach so hin und her reisen etwa? Also ich wünsche mir das schon sehr, aber ich kann es mir irgendwie... Kehr. Ach, muss ich. Können wir das hier machen? Kann ich dadurch woanders, ganz woanders hinreisen? Konvoi, endlose Dunkelheit. Ich will. Ich habe ein Problem. Schön, dass Bess wieder fährt. Dafür, dass sie von den Toten auferstanden ist, macht sie sich gut. Ich glaube, wir müssen aber tatsächlich mit ihm reden, oder? Oder kommen wir hier irgendwie anders zurück? Suchen nach Gruppe. Nee, 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 nee. Das bringt auch nichts. Der bringt auch nichts. Kehre zu Madame Beauvoir zurück. Ich rede jetzt einfach mal mit ihm. Verlassen. Wo ist diese Madame Beauvoir? Wo ist Madame Beauvrau hin? Na gut, dann machen wir eben halt erstmal die Quest hier. Was willst denn du von uns? Werter Reisender, was willst du von uns? Von mir? Vom Weg abgekommen? Wie wir alle. Der ist süß. Was machst du denn hier? Hier ist es nicht sicher. Was siehst du, wenn du auf diese gebrochene Stadt schaust? Ich sehe in jeder Straße meine Geschichte. Ich habe hier jede Krise, jeden Aufstand und Tumult durchlebt, bis sie uns entrissen wurde. Habe ich alles verpasst? Erst die Erde. Bald verlieren wir diese Welt. Am Ende verlieren wir alles. Vielleicht muss es so sein. In meiner alten Hütte sind noch Dinge. Dinge von Wert. Allein schaffe ich es nicht lebend dorthin. Aber wenn du mir den Weg frei machst, zeige ich dir das Versteck. Will nur noch einmal nach Hause.
Also ihr hättet jetzt mein Gesicht sehen sollen, wie ich das gerade verzogen habe. Ich hasse Missionen so sehr, wenn man irgendjemanden dabei hat, der nicht sterben darf. Ich hoffe wirklich, dass wir einfach nur vorgehen und dass er überhaupt gar nicht mit dabei ist jetzt. Ich hasse. Ich mach das schon. Ja, bitte. Aber allein, so ohne ihn. So eine lange, seltsame... Mein altes Haus ist beim Funkturm mit Blick auf die Stadt. Mit Mist, dann hätten wir es wahrscheinlich auch direkt machen können. Nee, warte mal. Ich muss jetzt mal ganz kurz die andere Mission verfolgen. Ich glaube zwar, dass wir jetzt hätten mit dem Jakob herumfahren können, aber wir schließen das dann am Ende ab. So, da müssen wir hin. Hütte des Alten. Okay, machen wir das mal. Wie renne ich denn nochmal? Ach so, ach, das habe ich vergessen das letzte Mal. Ich habe mir ach, hier geht's nicht weiter, okay. Ich hatte irgendwo, genau, ich hatte mir die Aufnahmen nochmal angeguckt, weil ich fand es irgendwie ein bisschen komisch, dass ich in 1080p aufnehme und die, wie heißt das? Die Aufnahme wirklich gut ist. Oh, das haben wir auch vergessen. Und ich da nichts sehe, aber bei YouTube ist immer ein bisschen verschwommen und ich verstehe einfach nicht, warum. Ist bei euch auch verschwommen, wenn ihr das guckt? Also, wenn ihr guckt, also zum Beispiel sowas oder wenn das jetzt, wenn wir rumstehen oder so, dann ist es knackig scharf, aber wenn ich mich so ein bisschen bewege, dann ist es komisch. Vielleicht ist es aber auch nur meine inneren Verbindung, das könnte auch sein. Wir lesen erstmal zum Anfang der Folge. Das erste Jahr auf Enoch. Versorgung der Kälteschlafkapseln. Professor J.J. Kapinski, Januar 2159. In den ersten Monaten wurde die Floris vom Nuklearreaktor des Antriebs der Floris mit Strom versorgt, den ein Team aus Technikern und Ingenieuren betrieb und überwachte. Zusätzlich zum Reaktor wurden Treibstoffaufbereitungseinheiten und eine Reserve von fast 100 Metatonnen? Ich weiß nicht, MT halt, nuklearen Treibstoff zusammen mit dem Antrieb auf den Planeten gebracht. Ingenieure rüsteten den Antrieb so nach, dass er als Kernkraftwerk fungieren konnte. Der Reaktor wurde versiegelt und mit weniger als 0,01% seiner Normalleistung betrieben, um so etwa 30 Millionen Watt Strom zu erzeugen. Dieser Strom wurde benötigt, um die Kälteschlafkapsel am Laufen zu halten und die Kolonie mit Energie zu versorgen. Man hatte berechnet, dass die Treibstoffreserven nur 1 bis 2 Jahre ausreichen würden. Denn dann müssten die Infrastruktur fertig sein, um erneuerbare Energiequellen zur Bedarfsdeckung zu nutzen. Eine Kolonie für 500.000 Menschen zu gründen, wenn bei der Reise durch den Weltraum jedes Gramm Gewicht die Erfolgschancen beeinflussen kann, ist eine Herkulesaufgabe. Okay. Es war nicht möglich, einfach die nötigen Nahrungsmittel, Unterkünfte und andere Ausrüstung mitzunehmen, um die sofortige Vollversorgung der Kolonie zu sichern. Stattdessen wurde Ausrüstung bevorzugt, die es ermöglichen würde, vor Ort zu produzieren. Bei der Nahrungsversorgung beschränkte man sich auf eine Menge, mit der man bis zu einem Jahr lang eine Bevölkerung von 50.000 Menschen ernähren konnte. In dieser Zeit sollte die Kolonie sich so weit entwickeln, dass sie eigenständig nicht nur 500.000 Menschen versorgen kann, sondern eine wachsende Bevölkerung. Das erklärt jetzt natürlich auch das, was ich in ein paar Folgen zuvor bemängelt habe. Und zwar, dass die halt nicht genug mitgenommen haben für diese 500.000 Menschen. Ich wusste das nicht. Es tut mir leid, liebe Menschen, die ihr dieses Schiff nach Enoch gebracht habt. Ich kenne mich da nicht aus, aber für mich hat es halt keinen Sinn gemacht. Jetzt macht es natürlich Sinn. Natürlich hätte man auch eine zweite Floris bauen können und hätte dann statt der Menschen Nahrungsmittel mitgenommen. Hätte man natürlich auch tun können. Zu diesem Zweck mussten diverse Produktionsketten, beispielsweise für Zement oder Stahl, deren Aufbau normalerweise Jahre in Anspruch nimmt, innerhalb von weniger Monate fertiggestellt werden. Das dynamische Wachstum begann schon in den ersten Tagen nach der Landung, in denen Materialien zum Errichten von Unterkünften vorbereitet wurden, da die provisorischen Unterkünfte, die an Bord der Floris mitgeführt worden waren, nicht mehr als 5.000 Menschen beherbergen konnten. Auch der landwirtschaftliche Sektor musste schnellstmöglich mit der Nahrungsmittelproduktion beginnen, um sowohl 500.000 Menschen zu ernähren, als auch Vorräte für unvorhergesehene Zwischenfälle anzulegen. Da die Kälteschlafkapseln große Mengen Energie verbrauchten, aber nur über eine begrenzte Laufzeit verfügten, war es wichtig, die Schlafenden möglichst bald aufwecken zu können. Dafür wurden jedoch auch medizinische Einrichtungen benötigt, die bald zu einem Krankenhaus ausgebaut werden sollten. Aber jetzt meine nächste Frage.
Warum haben die nicht einfach die Kälteschlafkapseln in zwei Dingern hochgeschickt? War die Erde so im Arsch, dass sie sofort gehen mussten? So, jetzt haben wir natürlich hier unser allerliebstes erstes Dingsbums. Ach was. Ach was. Können wir einfach durchlaufen? Oh, na toll. Das tut mir jetzt aber wirklich leid. Ich hätte ja da oben einfach reisen können. Was soll man wieder zurücklaufen? Obwohl. Gott, was ist denn hier los? Wir laufen hier einfach mal schnell durch. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas im Augenwinkel, was ich brauchen könnte. Was ich jetzt mal nicht gesehen habe. Aber ich glaube, hier waren wir schon. Und hier war nichts. Oder? Nee, hier darf man auch gar nicht weiter. Hier ist ein... Oh, was für ein süßer Schemel. Den hat sicher ein Lehrling gebaut. Schreckliche Arbeit. Hier sind überall so kleine Dingers. Nee, hier ist nichts. Ja. Hier ist noch ein Schemel. Oh, guck mal. Erstmal alles umrennen. So. Ja, ich würde ja mal fast sagen, hier ist nichts mehr. Das ist natürlich sehr cool, dass hier jetzt keine Gegner mehr sind. Meine liebsten Gegner sind natürlich die Einheimischen hier und nicht die Rebellen, weil die Rebellen sind furchtbar stark und die anderen, die können ich einfach so abflammen. War hier noch irgendwo was? Nee. Oh, da ist anscheinend irgendwas zusammengefallen. Ich sag mal, ist das Müll oder sind das Vögel? Am Anfang habe ich ja gedacht, das sind Vögel, aber ach ja, es sind tatsächlich Vögel. Das hätte jetzt auch Müll sein können. Das war ich nicht. Das sieht zwar so aus, aber das war ich nicht. Der Klaus macht nicht einfach so flammende Häuser. Das ist nicht sein Stil. Das ist nicht besonders sicher hier. Gut, dann gucken wir mal weiter. Ich habe ja immer mal erzählt, dass mich das so stört, dass man nicht springen kann. Ich meine, im Moment spiele ich nur Spiele, wo man nicht springen kann. Oh, hier hat jemand was gebaut. Stört euch das, dass ihr nicht springen könnt? Hier bei Outriders? Oder, Oder ist das euch egal, ob ihr nicht springen könnt? Ich finde, es sieht eben halt so cool aus und ich würde gerne überall rumhüpfen. Natürlich ist es jetzt nicht so... Hä? Die haben wir noch nicht aufgemacht? Jetzt bin ich auch verwirrt. Haben wir die nicht schon mal aufgemacht? Wieso steht denn die hier nochmal? Hm. Ach so, es gab ja auch ein kleines Update, gell? Irgendwas mit Crossplay oder so, irgendwas mit Einladung. Ich habe es mir jetzt nicht durchgelesen, weil ich es ja eh nicht mit mehreren Leuten spiele. Wir haben jetzt was gekriegt. Ich guck mal ganz kurz, ob wir was Cooles gekriegt haben. Aber ich glaube fast nicht. Oh, doch. Yay. Mal yay oder nay? Das ist yay. Aber wir haben jetzt erstmal die. Ich mag die aber. Hä? Ich mag die wirklich sehr. Wir behalten die erstmal. Bis ich wieder verzweifelt bin. Ja, und dann habe ich noch fast einen Artikel gelesen. Also, meistens lese ich nur die Überschriften. Außer es interessiert mich übelst. Da ging es darum, dass man... Outriders ist wohl so ein Spiel, das man entweder liebt oder hasst. Also ich liebe es ja persönlich. Wieso sieht es hier so komisch aus? Oder sieht das hier nur so aus, weil wir gerade in der Anomalie sind? Eine Anomalie... Oder sind die einfach jetzt wieder... Die habe ich doch alle schon geöffnet. Wieso sind die denn... Ist das mit dem Update gewesen jetzt? Oder was ist jetzt hier los? Stehe ich nicht ganz, muss ich sagen. Sind die wieder alle auf? Wir machen erstmal, weil wir einmal hier vorbeikommen, machen wir mal das. Es tut mir leid, sind 14 Minuten und wir haben noch nichts gemacht. Okay, also sieht wirklich sehr cool aus. Das nächste Mal mache ich Schnellreise. Wirklich, das ist ja. Ich werde es aber auch nicht wegschneiden, weil vielleicht ist ja hier noch irgendwo was, was wir brauchen können. Und wenn jetzt die ganzen Kisten wieder auftauchen, ja, dann ist das ja doppelt cool. Weil hier stand doch auch irgendwo eine. Hä? Nee, nicht hier? Wo ist denn die? Nee, das ist Munition. War die denn, die hier war? Ach, übrigens spielen wir jetzt mit Weltstufe 6, bis ich irgendwann kläglich versage. Und also ich hätte gerne eine Wohnung da drüben. Da ist ein bisschen wenig Details, aber es ist schon, da würde ich lieber wohnen.
Ja, bis ich kläglich versage und dann werde ich wehmütig eine Stufe nach unten stellen, eine Weltstufe, in der Hoffnung, dass ich es dann hinbekomme. Und nicht mal da kann er drüber laufen. Sag mal, wo war denn hier die Kiste? Hier war doch auch eine Kiste. Ach, hier war das Loch. Ach, kann aber nirgendwo drüber laufen hier. Oh, Hilfe. Ach, da oben. Hier war das doch irgendwo, oder? Ja. War hier nicht eine Kiste? Ja. Hier ist sie. Gut, dann laufen wir halt alle Kisten nochmal ab. Kann ja nur gut sein, ne? Schrott und eine irdische Hose. Ja, von den irdischen Hosen haben wir schon 1000 gehabt. Aber, jetzt haben wir zwei Kisten aufgemacht. Das gucke ich gerade mal. Hä? Ach nee, wir kriegen das bestimmt unserem Level angepasst, oder? 41 und was hat... Ich habe schon wieder vergessen, wie man das macht. Ehrlich gesagt. Ich weiß, ich stand in den Kommentaren, es tut mir so leid. Ach so. Schaden auf kurze Distanz 3,25. Heilung erhalten 7,58. Hä? Rüstung. So, machen wir das. So, gut, jetzt gehen wir mal weiter. Irgendwann müssten wir ja zu dem Opa seinem Dings mal kommen, der Arme. Der hat schon alles hier mitgemacht. Also es scheint ja nicht so zu sein, oder habe ich das am Anfang verpasst, dass wir, oder dass die Erde so am Arsch war, dass wir sofort alle weg mussten. Also das war ja schon so ein Prozess, oder? Hey, hier sind wir jetzt. Wie war es hier, also damals, ganz am Anfang? Du, jeden Tag neue Wunder. Industriedrucker haben aus Inox-Rohstoffen alles hergestellt, was wir brauchten. Im Nu entstand eine Stadt auf einem fremden Planeten. Dann kamen die Stürme. Du hast den ersten Sturm erlebt? Oh ja, Lichter am Horizont. Maschinen, die verrückt spielten. Das sieht so geil aus. Es war stockfinster, bis auf die Blitze. Dann die Schreie. Ich sah, wie Leute in die Luft flogen. Bäume zerfetzt wurden. Überall brannte es. All die Hoffnungen, die wir in Inok gesetzt hatten, in Nu zerstört. Und als der Antrieb explodiert war? Keine Elektronik. Die Schläfer wurden geweckt. Tausende pro Stunde. Sie versuchten uns zu beruhigen, aber es gab keine Nahrung, keine Medizin, keine Zuflucht vor den Stürmen. Die ECA schloss die Tore und überließ uns unserem Schicksal. Ohne die Veränderten wären wir verreckt. Ich wollte nie ein Rebell sein. Ich wollte nur, was meiner Familie versprochen wurde. Oh, der Arme. Und dann war es alles scheiße. Ja, ich habe gedacht nicht, dass wir jetzt hier kämpfen müssen, weil plötzlich er angefangen hat zu reden. Da habe ich jetzt gedacht, naja, vielleicht nicht, dass es dann so laut ist. Das ist immer noch meine Lieblingskabine, Kajüte, was auch immer. Ja, hier waren wir, hier bin ich das letzte Mal extremst schlecht gewesen. Deswegen habe ich gedacht, naja, ich lasse ihn erstmal ausreden. Bitte seid nicht wieder da. Ha, hier ist niemand. Okay. Die stehen... Boah, man kann die gar nicht umwerfen. Was sind denn das bitte für Stühle? Gut, wo war denn hier die Kiste, bitte? Ich suche eine Kiste. Ach, hier kann... Hilfe. Hier sind Toten. Tote. Nicht Toten. Es ist heute eine sehr ruhige Folge. Ich habe irgendwie gedacht, die, kann man das so machen, dass die Gegner wieder auftauchen? Als Übung so? Also ich bin jetzt irgendwie von... Bei Nio bin ich irgendwie so ganz anderes gewöhnt. Da speicherst du und die Gegner sind plötzlich wieder da. Schrecklich ist das. Kann man aber auch üben. Aber hier ist irgendwie... Wo ist denn die doofe Kiste hin? Von? Ah. Hm. Da hinten geht's rein. Ist da die Kiste etwa? Gehen wir kurz hier hoch. Aber irgendwann müssen wir doch nochmal kämpfen. Das ist wirklich nur ablaufen. Also wenn das jetzt wirklich so ist, dann... dann tut mir das wirklich leid. Jetzt habe ich noch gedacht, der verliert hier irgendwas. So, jetzt sind wir hier drin. Hier drin... war nix.
Oh, nee, wisst ihr, was dann passiert? Ach du Heilige. Wisst ihr, was dann passiert? Soll ich das mal sagen? Hier unten war keine Kiste, gell, aber ich habe mir hier eine Kiste gewünscht. Warum ist hier keine Kiste? Immer noch nicht. Es gab doch ein Update. Habt ihr mich nicht verstanden? Ich gehe mal ganz kurz hier reingucken. Ob hier irgendwo eine Kiste ist. Toll, leere Areale. Das gefällt mir sehr gut. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Das ist sein Haus. Mache den Weg zur Unterkunft des alten Mannes frei. Räume den Bereich frei. Ah, jetzt geht's ab hier. Wer kommt denn? Sind das... Oh nein, oh nein. Wisst ihr, was das heißt hier? Das sind Menschen. Wir müssen jetzt wieder gegen Menschen kämpfen. Oh, das ist gerade nicht mein Ding. Oh, no, 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 no. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Ah, und er hält so viel aus, oh Gott. Oh, oh Leute. Ich bin, ich muss erstmal wieder reinkommen. Ihr wisst das ist ja die erste Folge. Ach du Heilige, da hinten sind sie schon. Ich glaube, das bringt nichts. Oh, hat er was fallen lassen? Nein, ich muss aufhören damit. Ah, wo sind die denn? Wo? Ah, nein. Oh, nein. Oh Gott, fängt wieder an. Ich muss erstmal in die Steuerung wieder reinkommen. Okay, jetzt, wir rennen jetzt direkt vor. Das hat keinen Sinn. Wir sind mega Klaus. Oh, hier unten geht's ab. Ich habe das falsch gemacht. Ich habe mich verdrückt. Ich habe mich wirklich sehr verdrückt, muss ich sagen. Oh no. Oh, oh, ich habe wieder irgendwas... Oh, wieso haben wir denn... Ah, nein. Ah, was habe ich nur getan? Da konnten wir die Überhitzung zweimal... Wir behalten die mal lieber. Wir lassen die auch leider an. So. Jetzt geht's ab hier. Jetzt ist aber hier... Jetzt geht's los. Jetzt macht Klaus sein Ding. Ich hab schon wieder das falsch gemacht. Gottchen. Ach du Heilige. Wie viele sind denn da hinten? Versteck dich! Ach du Heilige. Ach Gottchen. Oh Gott, das wird ja was. Ach du meine. Ach du meine Güte. Ja, ne? Weltstufen. Ja, schau regelmäßig. Hä? Wie regelmäßig? Ich hab doch schon alles. Was ist, wenn ich das drücke? Ja, Weltstufe 6 habe ich schon. Sehe ich niemanden mehr. Doch, da hinten sind sie. Ist da jemand? Da hinten ist doch einer, oder? Da. Nee, das ist... Ich habe schon Halluzination. Da kommen doch welche. Was sind da keine? Bin ich blind? Da!
Lass mich den noch abknallen. Nein, wieso lebt er noch? Gott, ey, was ist denn jetzt los nur? Endlich, ey. Ach, da hinten. Der will mir auf den Sack gehen. Kampf läuft. Ja, ja, ich weiß. Ich bin mittendrin, also nicht mittendrin, aber außen dran. Da, komm hoch. Komm schon. Oh, da ist er. Da ist er, der Schlawiner. So. Bedang, ey. Die bringen auch wenig Erfahrung, muss ich sagen. Was ist denn mit dem da unten? Wieso kommt der nicht raus? Was ist denn mit ihm hier? Angst. Typischer Fall von Angst. Alter. Oh, Mist. Okay. Hier ist noch irgendwo einer. Oder doch nicht. Oh, 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 oh. Wo? Da, da ist er. Nein, ich habe keine Munition mehr. Ich muss mir schnell Munition holen gehen. Wäh! Oh Gott. Oh Gott. Ach du Heilige. Oh oh. Oh oh. Da ist ein Dothraki. Nicht so geil. Da kommt noch einer. Oder wollen sie, dass ich mich etwa heile? Das ist natürlich cool. Dankeschön. Oh, das ist aber nett. Das ist wirklich sehr nett. Jetzt will keiner mehr kommen. Wir müssen noch mal ein bisschen hier rumschießen. Oh, so, bleib da. Lenn dich um, verdammt nochmal. Was ich mich auch frage ist, wenn man nachlädt. Kommt der jetzt? Wenn man nachlädt, sind dann die vier Schuss, die ich jetzt zu viel zum Beispiel noch hatte, sind dann automatisch weg. Hä? Oh, 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 oh. Jetzt treffe ich da durch jemanden? Oh Gott, ich hab Angst. Bäh. Kommt jetzt jemand? Mir wurde mal gesagt, dass die alle hierher kommen. Oh, da ist der Dicke. Der kommt bestimmt jetzt, oder? Der wird mir richtig schön auf den Sack geben. Kann ich hier auch durch die Wand? Oh nein, falsche Richtung. Oh.
Wir rennen mal lieber. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah, nein. Nein. Gut. Oh. Da drüben ist einer. Da ist er echt hergekommen. Oh, 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 oh Gott. Oh, was ist das denn für einer? Ach du Heilige. Oh, wisst ihr genau, wo ich hinlaufen will, oder was? Das war aber kacke. Ist nicht so geil, dass ich jetzt hier hingelaufen bin, muss ich mir ganz ehrlich sagen. Ach du Heilige. Wir rennen mal woanders hin. Oh Gott. Was gibt's denn hier unten? Hallo? Hier ist das Licht aus. Ich sehe nichts. Wo sind wir hier? Was jetzt natürlich gar nicht mal so geil ist, dass die... Oh Gott! Nein! Der kommt hierher! Oh Gott! Gott! Oh Gott. Nein, oh mein Gott, das war ja schrecklich. Oh nein, ich habe mir so eine Mühe gegeben. Nein, und man verliert einfach die ganzen... Oh nein, war das schon immer so, dass man den ganzen Erfolg verliert? Okay, Leute. Es tut mir leid. Wir haben es jetzt um 6. Ich schlage das jetzt hoch. Ich hoffe einfach mal, dass wir dann das nächste Mal viel, viel besser sind. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Morgen geht es 20 Uhr ganz normal weiter. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund. Heute Abend spielen wir bei Cyberpunk die Story weiter. Und mal gucken, ob die dann irgendwann zu Ende ist. Heute schon. Oder ob wir noch ein paar andere Live-Sessions machen. Mal schauen, da bin ich mal gespannt. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal vorbeischauen. Ja, ansonsten. Ich versuche das jetzt weiterhin auf der Weltstufe 6, weil wenn ich mich nicht so anstelle, wie ich mich gerade angestellt habe, müsste es eigentlich funktionieren. Könnte es funktionieren. Ja, dann. Ja, hat man das schon, gell? Einen schönen Abend doch. Auf Wiedersehen. Bye, bye.